Hallo meine Lieben, wie ihr seht hinter mir, der Hateful Eight. Also ich gebe jetzt anschauen, 70 mm. Das ist super spannend, so dieses Feeling. Man muss sich diesen Clip anschauen von Quentin Tarantino, der erklärt, warum er das auf Oldschool macht. Es rennt keiner im Anzug rum hier, aber es ist jeder aufgeregt auf das unglaubliche Kinoerlebnis. Und hier im Gartenpark hier in Wien ist, glaube ich, einer der wenigen, die diese 70 mm noch spielen können. Ich bin gespannt, ob es wirklich so cool ist. Ich werde es euch dann auch sagen. Mit 3 mm kann ich nicht, weil das ist ja illegal. Und wir machen keine illegalen Sachen. Also, bis nachher. Ja, hallo ihr Lieben. Es ist gerade die Pause. Der Film ist nämlich ziemlich lang. Und, Mr. Quentin hat sich wieder mal ausgetobt. Erstens, die Anfangssequenz dieses 70 mm ist wirklich ziemlich cool, weil die ersten paar Sekunden dachte ich, ich bin wieder 5 oder 6 Jahre alt und habe unseren kleinen Fernseher zu Hause und schaue mir diese alten Schinken an, wie Ben Hur und so, die habe ich als Kind gesehen. Und das war genau dieses schmale Bild und diese extreme Breite und diese wahnsinnigen, langen, langsamen Aufnahmen. Das ist also rein optisch ein wahnsinnig geiles Vergnügen. Und der hat sich echt ausgedruckt, wirklich. Rein mit Beginn, dieses Stück Holz, das dann zum Jesus wird, so eine Jesus-Statue, die er, glaube ich, minutenlang zeigt. Und irgendwann hinten kommt dann diese Kutsche, die Hälfte der Hateful Eight beherbergt. Was ich noch nicht gesehen habe in Jenny Tantum, oder wie der heißt, hat man nicht genau herausgefunden, wer der eigentlich ist, aber es ist sehr mysteriös und es ist wirklich mehr ein Theaterstück, also so eine Bühne und die Akteure gehen hin und her und geben ihr Bestes und ich meine, es sind echt super Schauspieler und coole Geschichte einfach, wirklich. Aber jetzt geht's dann weiter, wir sehen uns dann auch wieder. Ich bin wieder zu Hause, der Film ist vorbei, The Hateful Eight. Was soll ich sagen? Der Quentin ist ein Meister in Sachen Malerei. Was er mit der Jennifer Jason Lee? Oder? Hallo, Freunde, auch ich bin im Video. Wie heißt sie? Jennifer Jason Lee, gell? Ja, Martin. Danke. Das war mein Mitbewohner, der sich sein Mitternachtssnack gönnt. Also, Jennifer Jason Leigh, in jedem Kapitel des Films wird ihr Gesicht neu konstruiert. Er ist ein Meister im Auftragen von Blut und Gehirnmasse. Und er verteilt sie auf diesem doch noch sehr attraktiven Gesicht unglaublich kompetent und mit Liebe zum Detail. Und wirklich, mit jedem Kapitel wird sie roter und hässlicher. Sie verliert Zähne, blaue Augen hat sowieso. Es ist einfach unglaublich. Die Köpfe zerplatzen, die Gehirnmasse, und die Eingeweide, bist du deppert. Die Eingeweide. Und die arme Jennifer Jason Leigh, ich meine, ich weiß nicht, was der Quentin mit Frauen hat, aber scheiß die Wand an, die Frau muss schlucken. Und es ist kein Porno, Leute. Das ist echt gesetzter. Noch über 3 Stunden geht man aus dem Kino raus. Ja, ich habe die Roadshow-Version gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten oder welche Minuten das mehr sind. Aber es ist in Summe einer seiner langsamsten Filme, finde ich. Weil es echt so eine reine Theateraufzeichnung. Wenn man vorher diese lange Kutschenfahrt, wobei es echt geil ist, wie die Jennifer Jason Leigh aus der Kutsche rausfliegt und der Kurt Russell gleich mit. Super nett gemacht. Aber wenn die Kutschenfahrt mir wäre, also reines Theaterstück und gut inszeniert, super gemacht, aber doch sehr langatmig und es ist witzig, er probiert alles so langsam wie möglich zu machen. Aber wenn es dann zu seinem Mord und Totschlag kommt, da wird er richtig splattermäßig. Es ist einfach wirklich
Puh, und auf jeden Fall sollte man dieses Teil im Kino gesehen haben. Weil bis zu 70mm, es ist schon ziemlich cool. Wie ich am Anfang gesagt habe, die ersten paar Sekunden, wie die Leinwand sich erhellt hat, habe ich mir gedacht, shit, ich bin wieder 5 Jahre alt gewesen. Sitzt daheim im Wohnzimmer und es läuft irgend so ein Schinken, so Ben Hur oder so. Ich habe die Filme früher gesehen und es ist es. Sie sind schmal und total breit und sie sind so langsam. Also so, es ist so, es geht darum, Gemälde zu zeigen. Viel Bild und Atmosphäre. Naja, und über Ennio Morricone braucht man nicht reden. Ein Meister. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Quentin Tarantino ist ein 8er Film. Das ist eigentlich ziemlich pervers. Der Typ hat 8 Filme. Und ich sage, Gott, andere machen Tausende. Und schafft es nicht, er hat nur 8 gemacht. Ziemlich irre. Anyway, guter Film. Unbedingt im Kino anschauen. Ist ein Film fürs Kino. Das war's. Mabachers Filmreview. Und zu verdanken habt ihr es meinem neuen Gadget, der Canon Legria Mini X. Weil die ist echt so handlich, die nehme ich einfach mit. Zack, 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 zack. Und der Ton ist ziemlich gut. Deswegen kriegt ihr jetzt von diesen Dings mehr zu sehen. Also, das war's. Bringt euch nicht um, verspritzt keine Gehirnmasse und schaut zu mir ins Kino. Es lohnt sich. Bis dann. Papa. Wow.